Willkommen zurück bei Mario Kart 64. Es geht weiter mit dem vorletzten Part. Und Toad hatten wir noch nicht. Und diesen leichten Charakter werden wir jetzt im Star Cup fahren. Also mit dem Wario Stadium beginnt's. Und eigentlich ist es komplette Dummheit, mit einem leichten Charakter im 150er anzutreten. Aus einem Grund. In Mario Kart 64 ist es eine Dummheit, weil wenn ich jetzt einen Superstart mache, werde ich hier stecken bleiben, Mann. Luigi und den anderen. Deshalb mache ich lieber einen normalen. Und das ist halt einfach blöd, man berührt den die stärkeren, sag mal, Wario, wenn ich jetzt ein bisschen näher, wenn ich ihn direkt anfahre, dann werde ich weggeschleudert, das ist leider so. Das ist das Dumme hier. Aber gut, ich sehe, Wario und Mario werden meine Konkurrenten. Ich hoffe, ich kann sie so abdrängen. Und ich habe auch gelernt, wie man ungefähr diese Schlittern abwehren kann. Man muss einfach driften nochmal. Also wieder zurechtbiegen. Und Wario bleibt auf Kurs. Mario ist weg von den Top 4. Also der wird mich an seiner eigenen Strecke dann schon ärgern. Und wieder gerettet. Sehr schön. Und ich bin etwas weiter vorne jetzt. Also es läuft. Aber jetzt kommt Wario gleich wieder. Ja, da ist er wieder. Er hat halt als großer Charakter eine hohe Geschwindigkeit. Und das habe ich jetzt auch wieder ziemlich gut gemacht. Also bin erstaunt. Und drüber. Sehr gut. Ich darf halt nur keine blöden Fehler machen, die ich schon oft in diesem LP gemacht habe. Und wenn ich die nicht mache, dann wird es auch keine Probleme geben, würde ich mal sagen, Platz 1 zu machen, Goldpokal zu machen. Oh, das war knapp, aber Mario ist direkt wieder hinter mir. Ich sehe schon, das wird ein Dreier-Contest. Wie wird es im Spezialcup denn bitte dann sein? Das wird ja noch schlimmer sein, obwohl wir dann mit Wario natürlich wieder einen schweren Charakter haben werden. Aber das ist doch völlig Banane. Genauso wie diese Bananen hier, die da liegen und wo gerade Mario und Wario dagegen gefahren sind. Also bis jetzt kann ich sie schön hinter mir halten. Wario fällt sogar zurück für eine kurze Zeit hinter Peach. Oh, aber jetzt bin ich doch sehr, sehr weit vorne. Natürlich geht das Rennen noch ein paar Runden. Ah, Mario kommt schon, ich höre ihn schon. Ja, Mario ist schon hinter mir wieder. Kein Plan wieso, ich war ziemlich weit vorne. Aber gut, macht nichts. Ah, und jetzt habe ich kein Item, das sieht nicht gut aus, wenn er jetzt ein gutes hat. Und roter Panzer auf Mario und weg ist er. Ja, die anderen sind eigentlich eher noch weit hinten. Also wenn, dann Mario und Wario, die mir wirklich was antun können. Aber alle anderen haben eigentlich keine Chance. Ich bin erstaunt, wie gut ich in Wario Stadium bin. Okay, vielleicht sollte ich warten, bis der nächste drankommt. Ja, Mario ist weg. Wario ist jetzt wieder auf Platz 2. Ja, aber genau das habe ich gemeint. Gut, der ist auch ausgerutscht, aber er berührt mich ein bisschen und ich komme schon in Schleudern. Das ist halt ein großes Problem. Und der ist genau auf mich gegangen. Der war wahrscheinlich so programmiert. Treff den menschlichen Spieler. Aber bis jetzt, wie gesagt, läuft's. Ich merke natürlich schon, wie der Schwierigkeitsgrad zunimmt. Speziell wahrscheinlich jetzt in der letzten Runde. Wenn ich keine blöden Fehler mache, dürfte sowieso schon der Sieg sein, aber ich will mir nicht zu sicher sein. Ist ja schon oft genug passiert in diesem Let's Play. Wenn man sich zu sicher ist, verkackt man. Und Wario und Mario sind ja schon nahe. Und deshalb bleibe ich da eher locker. Und Wario Stadium ist dann doch eine lange Strecke. Aber ich merke, wie ich eigentlich von
wieder mal Part zu Part irgendwo auch besser geworden bin in Mario Kart 64. So, und ich werde den Pilz jetzt mal behalten. Nehme ich für hier. Hier ein bisschen Gas geben, kriege vielleicht noch einen Pilz. Nee. So, jetzt müsste ich ihn halt treffen. Er muss halt auffahren. Ja, und natürlich. Ist doch klar. Sehr gut, immerhin Platz 2. Ja, Platz 2. Aber das war doch so klar wieder, dass sich da dieser große Vetter hinstellt und mir dann Platz 1 klaut. Aber ich habe eh gewusst, dass das passiert, wenn ich mit einem leichten Charakter in die 150er Klasse gehe. Ihr habt gesehen. Er muss mich nur ein bisschen schupfen und schon verliere ich komplett die Kontrolle und kann nichts dagegen machen. Aber Platz 2, es ist okay. War dort auf seiner Heimstrecke gewonnen. Das wird unser großer Konkurrent Mario, haben wir jetzt irgendwo abgelenkt auf Platz 5 nur. So, gehen wir gleich Vollgas. Sherbetland, da müssen wir schauen, mindestens auf Platz... Ja, hier müssen wir schauen, auf Platz 1 zu landen. Yes, okay, das war nicht schlecht jetzt. Direkt Wario getroffen. Damit ist DK jetzt hinter uns. Der ist aber auch eine potenzielle Gefahr. Natürlich. Und da er auf Platz 3 gelandet ist. So, wer auch immer jetzt den Blitz gezündet hat, hat natürlich einen Vorteil. Okay, der hat... Ja, und Wario ist natürlich gleich wieder da, ist klar. So, und jetzt den Blitz einsetzen. Und jetzt können wir, wenn wir wirklich gut drauf sind, sehr, sehr großen Vorsprung rausholen. Falls uns keiner dieser Pinguine trifft. Yes, okay. Es hat geklappt. Mario ist hinter uns. Aber wir haben, ja, doch eigentlich keinen Vorsprung. Ja, und Fahrer ist direkt hinter uns. Das wird ein Spaß mit dem, um Platz 1 zu fahren. Speziell, wenn ich doch weiß, dass der mir eigentlich auch im 100er-Modus schon im Spezialcup den Cup hätte klauen können. Hat aber dann am Ende Punkte gleich nicht getan. Okay, krieg die Itembox. So, und genau hier legen. Und das war jetzt gerade noch so gerettet. So, die Banane hier legen. So. Da ist Mario gleich auf Platz 2. Natürlich wäre das bitter, falls der jetzt noch irgendwie durch ein Wunder gewinnt, was weiß ich wie. Obwohl, wenn er auf Platz 2 bleibt, ist es besser. Oder wenn er gewinnt, aber natürlich wäre das Beste, wenn ich hier gewinne. Ach nee. Und er ist ausgerutscht, aber ich glaube, damit wird Wario Zweiter. Nee, ich werde Erster, Wario Dritter, Mario Zweiter. Und damit ist es eigentlich eine perfekte Ausgangsposition für mich jetzt geworden, für die letzten zwei Strecken. Und das eigentlich nur aus dem, da ich in der ersten Strecke Zweiter geworden bin, da jetzt Wario, der in der ersten Strecke Erster geworden ist, Dritter geworden ist, kriegt er natürlich weniger Punkte. Mario ist, DK ist nur Sechster geworden, Mario ist nur Fünfter geworden in der ersten Strecke. Und somit, Wario ist nur 3 Punkte hinter mir, aber alle anderen können mir jetzt eigentlich nichts mehr. Es geht nur um Goldpokal jetzt, oder Silber. Und wenn hier Wario verkackt und ich gewinne, habe ich den Goldpokal schon sicher, egal wie sehr ich die letzte Strecke verkacke. Und das ist genau auf das, wo ich aus bin. Wario, ja, fällt zurück, fällt richtig zurück. Okay, er ist wieder auf Platz 4. Aber trotz, und jetzt wieder Zweiter. Wenn ich schaffe, irgendwie auf Platz... Yes, 3 zu lenken oder so. Oder noch schlimmer. Das wäre das Perfekteste für mich. Mario kann dann gewinnen von mir aus, weil es dann egal ist. Deshalb werde ich diese Strecke... Mario Raceway locker
angehen. Da ich weiß, dass es eigentlich egal ist, dass eigentlich eh nur ich gewinnen kann, falls Wario zurückfällt. Und das hoffe ich jetzt mal stark. Da wäre es auch egal, wenn ich hier Dritter werde oder so. Und ich glaube, vorhin muss ich ja kommen, dass ich überhaupt... Das wäre hier auch scheißegal, wenn ich... Ach. Ach, sag doch nichts, laber nicht. Natürlich ist jetzt Wario wieder Erster, aber ich habe den Stern und kann damit jetzt ein bisschen abgehen und ihn vielleicht wieder einholen. Ja, da ist er vorne. Treffen werde ich ihn nicht. Perfekt, Blitz. Perfektes Item eigentlich. Jetzt kann ich ihn natürlich überholen und einen Vorsprung, wenn ich Glück habe, wenn er noch ein bisschen länger hält, einen Vorsprung aufbauen. Ja, Wario darf halt nicht Zweiter werden irgendwie. Weil er kriegt ja dann 6 Punkte. Aber er hätte immer noch 3 Punkte weniger als ich. Daher hätte ich dann knappe 5 Punkte mehr als Wario. Trotzdem darf das nicht passieren, weil 5 Punkte sind 5 Punkte. Denn 5 Punkte, gut. Dann wird es für mich mehr oder weniger... Ja, mir wird dann nicht einmal ein dritter Platz fix reichen, das ist ja das Problem. So, da hat Wario jetzt auch mitgenommen und Mario, aber mich auch, das war jetzt das große Problem. Okay, Erster und das ist die letzte Runde. Wario ist auch gut dabei. Okay, ein roter Panzer und da ist Mario stark drüber gefahren. Wario fällt... Ja, ich habe wieder gedacht, dass er zurückfällt. Okay, doch, er ist auf Platz 4. Das wäre das perfekteste Ergebnis für mich, wenn er jetzt da bleibt. Weil dann habe ich den Goldpokal schon sicher. Ach, und er fährt auf seine eigene Banane. Und ich werde jetzt vielleicht... Ja, ich werde vielleicht... Jetzt das Klügste, ihn wirklich vorbeifahren zu lassen. Ihn dann zu treffen. Und dann mir Platz 1 abzusahnen. Und dass er dann nur auf Platz... So. Jetzt. Und den Falschen hat es getroffen. Das ist unglaublich. Das ist nicht zu glauben. Es hat Mario getroffen. Und ich habe mir wieder Platz 1 versaut und fahre jetzt im letzten Rennen um den Goldpokal. Unglaublich. Ja, so ist es nun mal. Es ist wieder unnötig Spannung aufgebaut worden. Wir haben beide 21 Punkte. Es geht im letzten Rennen um den Goldpokal. Ich hätte es doch jetzt schon reißen können. Und somit geht es im Bowser-Schloss um Gold. Wario muss zurückfallen sofort jetzt. Es heißt eigentlich siegen oder verlieren. Siegen oder verlieren. Gut, ich habe gleich kein Item und ich hasse diese Strecke. Das ist ja auch noch das Problem. Ich hasse diese Strecke, da ich diese Blöcke einfach hasse. Da merkt man wieso. Ja, das ist komplett blöd gelaufen jetzt für mich. 7. Platz. Aber Wario ist auch nur 6. Das wäre natürlich perfekt, wenn er so bleibt, aber das wird nicht so bleiben. Wario wird vom Computer unterstützt und wird aufholen. Und wie auch immer ich jetzt ausgerutscht bin, das ist eine Katastrophe. Das ist bis jetzt meine schlechteste Fahrt in diesem Cup. Ja, natürlich. Ah, ich weiß nicht, was sie dazu sagen sollen. Genau jetzt im letzten Cup, obwohl. Falls Wario weiter so weit hinten bleibt, habe ich kein Problem damit, wenn es so weitergeht. Komische Faces. So, gut vorbei jetzt und Wario hat es auch erwischt.
Ah, da ist er. Der will nicht aufgeben. Der will und will nicht aufgeben. So, und jetzt werden wir ihm. Ich finde das so blöd. Ich finde das so blöd mit diesen roten Panzern, die nie genau sind. Ja, bleibt dabei. So, und wo ist Wario? Ah, okay. Er ist wieder zurückgefallen. Peach bleibt auf Platz 1. Das ist mir eigentlich egal. Die Platzierung ist mir jetzt egal. Verteidig Platz 4. Weil nur mit dem. Und das hier hat jetzt perfekt geklappt. Und Wario ist nirgendwo vorne zu sehen. Egal wie ich jetzt fahre. Verteidig Platz 4 einfach. Denn Mario kann mir, glaube ich, auch nichts mehr. Ach, da ist er. Da überholt der Pisser. Treff ihn doch. Okay, Platz 4 bis jetzt. Gut. Gut, Platz 4, es wird reichen. Es reicht für Goldpokal, obwohl es eine peinliche Vorstellung war. Wario nur auf Platz 5, damit hat er keine Punkte. Und hat, wie es aussieht, den Goldpokal verloren. Und stellt euch vor, jetzt Mario hat ihn gewonnen. Nee, keine Chance. Aber es ist schon bitter peinlich, wie knapp es war. Ein Punkt vor Wario. Zweimal, einmal Erster, zweimal Zweiter und einmal nur Vierter. Aber es reicht mit dem leichten Fahrer. Gold zu gewinnen. Gut taktiert, würde ich sagen. Auch wenn mein Kommentar heute ein bisschen eingerostet war zu dem vorigen Part, liegt es daran, dass jetzt spät oder spät abends ist. Es ist 10:30 am Abend und ich nehme das gerade auf. Und deshalb bin ich auch ein bisschen müde, muss ich sagen. Aber es macht mir trotzdem Spaß, das hier nochmal zu spielen. Und da hinten Peach im Hintergrund nur Platz 4. Und deshalb freue ich mich, oder ich finde es schade, dass der nächste Part eigentlich schon der letzte Part von Mario Kart 64 ist, wo wir mit Wario endlich gewinnen werden. Also wird Wario nicht nur Zweiter, wie im ganzen Let's Play Verlauf bei mir. Er ist ja überall Zweiter geworden, im Spezial Cup, im 100er Cup Modus. Hier, auch im Star Cup, im 100er Cup. Ich glaube sogar im vorigen 150er ist er Zweiter geworden. Richtig bittere Pille für Wario. Aber im nächsten Part soll seine Zeit werden. Also Wario Time. Und da soll er Toad definitiv besiegen, der auch mal was gerissen hat in seinem Leben. Außer nur die Statistenrolle bei den Mario 3D-Spielen und 2D-Spielen zu spielen. Viel Spielerei. Und Congratulations gleich natürlich wieder. Den Star Cup mit Toad gewonnen. Da freut er sich. Und damit war's das. Und wir sehen uns dann. Also bevor ich jetzt aufhöre, gehen wir wieder zum Player Select Screen. Genau. Wir sehen uns im nächsten Part dann mit ihm hier, mit Wario, der endlich mal den ersten Platz gewinnen will. Und das wird er im Star Cup mit uns, im Spezial Cup mit uns schaffen. Oder Wario? Yeah, it's true. Ja, es ist Wahrheit. Der Satz hat gerade keinen Sinn gemacht. Yeah, I know, but I don't know what I'm talking about. Ich weiß, Wario. Also Schluss mit Englisch. Wir sehen uns im nächsten Part dann bei Mario Kart 64 im letzten Part mit Wario. Bis dann.